You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I fucking do. Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen zum, ich hab's ja noch nicht, also es ist ja Anfang der Aufnahme, geilsten Video des Monats, vielleicht des Jahres. Wer weiß, was noch kommt, aber ihr seht es ist Modern Warfare, es ist Black Ops 3. Ich hab mir gedacht, Modern Warfare 2 ist ein totes Spiel. Ihr habt ja in meinem Community-Post wahrscheinlich gesehen und wenn ihr im Stream dabei wart, wir haben ja zum Abschied das allererste Mal Warzone 2 live gespielt und wenn ich wenigstens wüsste. Dreierweste. Er ist rechts über mir. Okay. Noch einer? Da? Och Mann, das darf nicht wahr sein. Es ist so schlecht. Modern Warfare 2 und Warzone 2 sind solche Schrottgames, die so kaputt sind. Und jetzt gibt es ja irgendwie dieses Gelaber von wegen Activision sagt so: Ja, wir hören auf euch, wir hören euer Feedback. Das hören wir seit 3 Jahren. Und wer glaubt, dass, weil eine Season 2 Wochen verschoben wird, plötzlich alles besser wird, der hat die letzten 3 Jahre auch kein COD gespielt. Wir machen was Geiles heute. Wir spielen etwas, womit ich angefangen habe auf YouTube. Und ich zeig's euch. Ihr seht es ist runtergeladen. Es ist eine Ewigkeit her, dass ich es gespielt habe. Und es ist einfach nur, dass wir quatschen können, Spaß haben können. Und lasst uns einfach, oder wollt ihr doch vielleicht das haben? Übrigens, ab heute seht ihr bei mir auf dem Twitch-Stream einfach Tarkov, weil ich habe mir Tarkov gekauft und eine Gaming-Maus. Ich zeige euch mal, wie meine Mäuse aussehen aktuell. Ihr wisst, ich bin Controller-Spieler, Leute, und ich zeige euch mal, mit welcher Maus ich arbeite. Ich spiele ja nicht damit, seit, keine Ahnung, 3 Jahren. Mit dieser Maus hier. Diese Maus hat nicht mein Hersteller, also... Ich weiß nicht mal, wo die herkommen. Sie war einfach irgendwann da und dann habe ich sie genutzt. Es steht auch nur optische Maus made in China. Mehr steht da nicht. Also das ist alles. Mit der Maus kann ich nicht Maus spielen lernen. Ich habe mir, ist keine Produktwerbung, Leute. Ich werde nicht gesponsert von Logitech oder so. Die Logitech G502 Sonderedition Hero gekauft und klingt extrem teuer, hat bei Amazon 58 € gekostet und damit geht es heute in Tarkov rein. Ich habe von Tarkov keine Ahnung, ich habe von Maus und Tastatur keine Ahnung, das kann nur gut werden. Aber jetzt lasst uns hier mal diesen Schmutz da wegmachen, lasst uns hier mal reingehen und gucken. Ich glaube, das letzte Mal habe ich erfahren, als ich Black Ops 3 gestartet habe, keine Ahnung wie viel Monate das her ist, dass auf der Konsole zumindest ganz viele Leute rumlaufen, die so einen Unsichtbarkeitsglitch haben. Das war abgefuckt. Lasst uns aber mal reingehen und genießen. Allein das Bild. Also meiner Meinung nach ist Black Ops 3 das zweitbeste Call of Duty aller Zeiten. Oh. Allein der Startbildschirm, das war eine geile Zeit damals. Kein Skill-based Matchmaking. Das erste COD, was mich dazu gebracht hat, mit YouTube anzufangen. Der Hurensohn, der uns abziehen wollte. Und ich hoffe, dass wir Lobbys finden. Es wäre natürlich geil, wenn solche Games auch im Nachgang noch als Crossplay sozusagen rausgehen würden. Geht leider nicht. Und ich habe mich das letzte Mal resettet oder ich wurde resettet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich wurde resettet, glaube ich. Wir versuchen einfach eine Runde TDM zu finden. Ich muss euch aber was zeigen. Ich weiß, ob ihr es schon mal gesehen habt. Ich habe ja im BO3 alle DLC-Waffen. Die sind ja irgendwie immer geblieben. Und ich habe 7.500 Kryptos. Ich habe 30 Belohnungsbundles. Ich habe noch eine Fernkampfwaffenbestechung, Nahkampfwaffenbestechung, Tagesdoppel. Ich ziehe einfach eins. Ich glaube, ich habe jedes Bundle, was man in diesem Game haben kann. Ich glaube nicht, dass es irgendetwas gibt, was ich noch nicht habe. Ich vermute, dass es auch alles irgendwie Duplikate sind oder so. Ich glaube, ich habe auch jede Tarnung, alles Mögliche. Ist aber egal, irgendwie, man kriegt ab einem gewissen Punkt, glaube ich, sowieso für die Doppelten genau. Man kriegt dann irgendwie seine Punkte wieder.
Keine Ahnung, ich habe so viel Geld damals für die XMC ausgegeben, was so bescheuert war, aber ich wollte sie unbedingt haben und dann kam immer eins zum anderen und dann hat das keiner mehr gespielt und ich auch nicht mehr und dann hat Activision hunderte von Euro von mir bekommen. Ich meine, guckt euch das an. Das sind alles, glaube ich, Tarnungen gewesen, die im Schwarzmarkt mit drinne waren, aber nichtsdestotrotz, okay, sieht einfach geil aus, ich nehme sie. Im Nachgang betrachtet muss man fairerweise sagen, auch wenn das alles Tarnungen waren, ach, hier ist meine Diamant-Tarnung weg, oh Scheiße. Auch wenn das alles so Bundles und sowas waren, es war trotzdem einfach besser als alles, was wir an Qualität heute bekommen. Und deswegen freue ich mich so sehr auf Tarkov morgen. Ich hoffe wirklich, dass das gut wird. Ich hoffe, dass ich mich in Tarkov einfinde. Einfach standen, was ist vorgestellt? Back in Black, Stellung vorgestellt. Gucken wir einfach. Jawohl, ich habe einfach eine Lobby. Ich kann gar nichts mehr. Ich kann nichts mehr. Evac, eine der geilsten CDL-Karten, die wir jemals gehabt haben. Was für heftige Matches irgendwie Optik damals hier auf der Karte hatte und wie cool man sie aber auch so spielen konnte. Oh, es ist. Also wirklich, wenn ich mir das alles so angucke, frage ich mich, und YouTube war ja nun mal das, oder YouTube war ja, oder BO3 war der Beginn für mich, wie wir es geschafft haben, von BO3 und diesem Masterpiece von Treyarch und David von der Haar zu dem zu kommen, was wir jetzt haben. Ich verstehe das nicht. Wie ist es möglich, dass man innerhalb von 6, 7 Jahren keinen Fortschritt sieht, sondern einfach so ein Rückgang? Also, ich glaube, sind wir uns einig, das, was wir jetzt haben, ist doch im Vergleich hierzu super. Super schlecht. Och, die Animation. Ich sage euch eins: ein BO3 Remastered ohne SBMM, das ist das Wichtigste. Guck mal, wie schnell wir die Drohne einfach holen. Wir holen einfach die Drohne so instant, während wir in MW2 ungefähr so 20 Minuten brauchen, bis der Charakter sich dann entscheidet, dass man die Drohne wieder hat. Und ohne Witz, Leute, es ist einfach die erste Runde. Und es fühlt sich irgendwie nicht so an, als wenn ich weg wäre. Es ist so. Na komm. Okay, die war super schlecht. Das akzeptiere ich einfach mal. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass die COD-Entwickler und auch der Publisher, dass die all ihre Liebe für diese Franchise verloren haben und dass seit Jahren nur noch ein Fisch ist. Oh mein Gott, mein Aim. Aber es war so geil, dieses Movement, wenn man irgendwie dodgen wollte oder so. Einfach eine Talon. Ich liebe es. Also ohne Witz, ich liebe es. Es fühlt sich irgendwie an wie etwas, was man einfach lange Zeit nicht mehr hatte. Aber einfach, als ob ich jetzt hier einfach einen Nuke mache, lange vergessen hat. Oh nein. Oh nein. Nein! Es fühlt sich einfach krass an, hier wieder zu spielen. Irgendwie seine Boost zu nutzen. Oh, das war ja. Stimmt. VMP, es war ja auch so eine gottlos geile Waffe. Dieses Game hatte auch einfach so unfassbar viel Charakter. Und es war ja nur auch das erste, was ich wirklich gemacht habe, um überhaupt mit YouTube zu starten. Damals, falls ihr es noch wisst, war es ja einfach nur so. Naja, Gameplays hochladen und Gameplay-Commentaries und sowas, das gibt es heute gar nicht mehr. Weshalb ich immer so lachen muss, dass Leute sagen, Streamer wollen so irgendwie nur VPN-Lobbys haben, weil sie sonst keinen Content mehr haben. Also niemand guckt sich auf YouTube heute noch, oh, wunderschön, irgendwie Videos an wegen dem Gameplay. Keiner will irgendwie noch sehen, wie jemand 100.000 Kills in Shipment macht. Content ist ein ganz anderer auf YouTube wie damals. Und jetzt kommt auch noch so YouTube Shorts, TikTok, so Kurzzeitvideos. Advanced Movement muss nicht jeder Spieler mögen. Ist überhaupt kein Problem. Aber die Tatsache, dass wir hier ein Game haben, was einfach Herz und Seele hatte und man merkt, dass die Entwickler sich hier was gedacht haben und Ideen hatten und die umgesetzt haben. Ich glaube, dass wir so ein COD nur dann sehen können, wenn Publisher langsam wieder auf die Idee kommen, die Leute, die schon seit Jahren etwas Gutes machen,
auch die kreative Freiheit zu geben, etwas Kreatives zu veranstalten, was sie wollen. Und einzuschreiten, wenn es in eine falsche Richtung geht. Siehe MW2 Warzone 2. Spielerzahlen im Keller in der ersten Season. Das größte COD aller Zeiten. Haben sich versprochen, dass es 3 Jahre hält. Jetzt hält es nicht mal die erste Season. Jetzt kommen die ganzen Changes. Jetzt wird es dann wieder so aussehen wie in Warzone 1 alles. Das ist, also es ist traurig zu sehen, dass sich die Franchise so entwickelt. Aber es ist geil zu sehen, dass die Entwickler und sonst wer ja eigentlich alle wissen, wie es geht. Das muss man ja ganz ehrlich so sagen. Sie wissen doch offensichtlich, wie es geht. Sie wissen doch, was man machen muss, damit man ein gutes COD hat. Da ist einfach keiner mehr. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir demnächst wieder die Chance dazu bekommen, vielleicht ein Call of Duty zu haben, was vielleicht nicht allen, aber vielen von uns gefällt. Und vor allen Dingen ein Call of Duty, was nicht den Hauptaufsatzpunkt hat. Es muss viel Geld bringen, SBMM, alles. Das hat die Franchise mittlerweile, finde ich, komplett kaputt gemacht. Und dieses Jahr ist auch tatsächlich das erste, wo man sieht, dass auch SBMM und Entscheidungen, die nur für Casuals gut sind, nicht dazu beitragen, dass ein COD erfolgreich ist. Oh shit. Also ohne Witz jetzt. Pushe ich den jetzt? Oh mein Gott. Da ist... Oh mein Gott, da ist einer mit der Shotgun. Oh mein Gott. Talon. Es ist so geil, Leute. Auch die Streaks. Selbst die Streaks. Ich habe keine Muni mehr. Ah! Okay. Muni? Nein! 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 Ich habe keinen Plünderer. Oh, irgendwie macht mich dieses Call of Duty glücklich. Auch damals immer, wieso gehe ich immer da rein? Man ist so gewohnt, Viereck gedrückt zu halten. Auch damals immer Rave, Hater und Raps gespielt. Ganze Teams auseinandergenommen. Ich habe immer so eine Stealth-Klasse gehabt mit Schalldämpfer und so. Dieses Game fühlt sich so gut an. Auch die Tarnung, die Waffen. David von der Haar hat hier, glaube ich, so sein Lebenswerk erschaffen. Ich glaube auch nicht, dass wir nochmal ein COD erleben werden, was an diese Ära hier rankommt oder was auch nur annähernd so viel kreative Sachen drin hat. Natürlich gab es auch hier Sachen, die Abfuck waren und die uns gestört haben. Denk mal an Großkaliber auf der Manowar oder Schnellfeuer und Großkaliber. Denk mal an das C4, was man hier auf die Flaggen werfen kann. 25,9. Ich bin zufrieden für die Runde. Aber insgesamt, wenn man alles in diesem Game zusammennimmt, ist so viel Gutes darin gewesen. Supply Drops waren absolut scheiße, ist ein absoluter Betrug. Aber ich will euch sagen, ich bin an dem Punkt, wo ich in dem Call of Duty auch einen Season Pass mit Maps jeden Monat für 20 Euro mehr fühlen würde, als 3 Jahre jeden Monat, jede Season denselben schwachsinnigen Battle Pass, der nichts beinhaltet und so schlecht ist, dass jetzt in Season 1 ich überlegt habe, ihn nicht zu nehmen, obwohl ich die COD-Points sowieso habe und sie zurückbekommen, einfach nur, weil ich drauf gepfiffen habe. Es ist... Oh. Ich liebe dieses Game und ich werde es immer lieben. Es hat mich zu YouTube gebracht, es hat mich dazu gebracht, dass ihr mir heute zuschauen könnt. Lasst für dieses geile COD ein Like da, Leute, ein Abo und schreibt rein, ob es für euch auch so richtig Nostalgie ist. Morgen seht ihr ein BO4-Video. Ich bin auch im BO4 gewesen. Ich hoffe, auch das wird euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, guckt mal bei mir heute Abend bei Tarkov vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie ich mit Maus, Tarkov und allem klarkomme. Und vielleicht machen wir die nächsten Tage öfter nochmal so ein kleines Black Ops 3 Special. Lasst ein Like da, Leute. Ich bin raus.